Bewegungserkennung und Helligkeitsmessung in großen Höhen. Lange Gänge, große Hallen. Die Beleuchtung von Hochregallagern musste lange Zeit nur eins können: die Arbeitswege möglichst hell ausleuchten. Dies verbraucht sehr viel Energie und das oftmals unnötig. Denn viele Bereiche in großen Lagern werden den Tag über immer mal wieder kurz genutzt. Die restliche Zeit brennt das Licht ohne Nutzen. Die effiziente Alternative ist gefunden. Statt alle Gänge und Flure während der kompletten Arbeitszeit zu beleuchten, regeln Präsenzmelder die Beleuchtung nach Bedarf. Um das Licht nur dann anzuschalten, wenn nicht genug natürliches Licht vorhanden ist, ermittelt der Melder die durchschnittliche Helligkeit innerhalb eines runden Messbereichs. Dieser Messbereich vergrößert sich, je höher ein Melder montiert wird. Durch die Regale hat ein konventioneller Melder dann keine freie Sicht mehr auf seinen kompletten Messbereich. BEG hat die Präsenzmelder- und Multisensorenreihe PD4GH für die besondere Anforderung in großen Montagenhöhen entwickelt. Der außenliegende Teleskoplichtfühler der PD4GH-Melder ermöglicht mit seiner großen Linse eine punktuelle Lichtmessung auf dem Boden. Je nach realer Montagehöhe kann der Teleskoplichtfühler passend herausgezogen werden. Die Melder erfassen so zuverlässig die Lichtwerte am Boden und schaffen die energieeffiziente Konstantlichtregelung bis zu einer Montagehöhe von bis zu 16 Meter. Optimale Planung. Genauso wichtig wie eine passende Technik ist die optimale Planung der Montageorte. Der Präsenzmelder erfasst Wärmestrahlen von sich bewegenden Objekten. Dabei hat die Umgebungstemperatur Einfluss auf die Erfassung. Bei 18 Grad ist eine Montagehöhe von bis zu 16 Metern möglich. Die Wärmestrahlen können durch die örtlichen Gegebenheiten eingeschränkt werden, zum Beispiel durch dicke Kleidung in Kühlhäusern oder Schutzhelme. Dann sollte die Montagehöhe maximal 14 Meter betragen. Bei der Montage der GH-Melder muss unbedingt die richtige Ausrichtung der Linse beachtet werden. Bei Lieferung ist das Produkt mit zwei Pfeilaufklebern gekennzeichnet. Diese müssen nach der Montage den Gang entlang zeigen, damit die Sensoren unter der Linse richtig ausgerichtet sind. Durch den großen Erfassungsbereich könnten die Nebengänge im Hochregallager mit nur einem Präsenzmelder abgedeckt werden. Dies ist in der Praxis jedoch problematisch. Es kann sein, dass der Erfassungsbereich, der für tangentiale Bewegungen noch größer ist, bis in den Hauptgang reicht und dort Bewegungen detektiert werden. Dies führt zu Fehlschaltungen. Das Licht würde im Nebengang eingeschaltet, obwohl sich dort niemand aufhält. Um diese Fehlschaltungen zu vermeiden, werden optimalerweise die Melder in den Nebengängen einer Lagerhalle nicht mittig platziert, sondern an den Kopfenden der Gänge. Die Melder eines Ganges arbeiten jeweils in einem Master-Slave-Verfahren zusammen. Alle Melder reagieren auf Bewegung, aber nur das Mastergerät schaltet das Licht. Damit Bewegungen in den Hauptgängen nicht detektiert werden, sollte die zum Hauptgang gerichtete Hälfte der Linse mit Abdecklamellen abgedeckt werden. Ist der Gang länger als 2x15 Meter, sollte in der Mitte ein zusätzlicher Slave-Melder gesetzt werden, sprich ein zusätzlicher Melder für alle 30 Meter. Systemvielfalt. Die PD4GH-Melder sind für verschiedene Systeme lieferbar. Als Schaltgeräte für DALI-Systeme, für BEG-DALI-SYS, für KNX-Systeme, für Multimaster-Applikationscontroller anderer Hersteller. In fast keinem anderen Anwendungsbereich sind so hohe Energieersparnisse möglich wie in Hochregallagern, in denen das Licht noch zentral ein- und ausgeschaltet wird. Die einfache Lösung ist die Lichtregelung mit Präsenzmeldern oder Multisensoren von BEG.